Willst du auch deinem Dirndl ein neues, elegantes Aussehen verleihen? Eine neue Dirndlschürze verwandelt ein altes Dirndl schon fast in ein neues. Es erzeugt auf jeden Fall ein komplett anderes Erscheinungsbild. Ich zeige dir Schritt für Schritt, wie du deine Dirndlschürze selber nähst, egal ob du Nähanfänger oder Fortgeschrittener bist. Seit 25 Jahren veranstalte ich nun Mieder-, Dirndl- und Spenser-Nähkurse. Mein Herzblut für die bayerische Tracht sieht man in meiner Arbeit und in den unzähligen Seminaren, Schulungen und Veranstaltungen in hunderten Vereinen, die ich in meiner fast 20-jährigen Amtszeit im Gauverband gehalten habe. Rosmarie, was ist denn die häufigste Frage, die dir gestellt wird, wenn es darum geht, eine Dirndlschürze selber zu nähen oder sogar ein ganzes Dirndlgewand? Ja, die meisten fragen allerweil, muss ich da ausgebildete Näherin sein? Meiner Erfahrung nach stehen die Endergebnisse der Kursteilnehmern, die wenig Näherkenntnisse besitzen, den Kursteilnehmern mit mehr Näherfahrung in nichts nach. Manche noch nicht so erfahrene Kursteilnehmer erzielen auch überdurchschnittliche Ergebnisse. In meine Kurse lernen die Teilnehmer genau diese Techniken, um eine Dirndlschürze oder auch ein ganzes Dirndl zu nähen. Im Online-Kurs Eine Dirndlschürze selber nähen zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du dir deine Dirndlschürze selber nähst. Dabei lernst du drei verschiedene Schürzenarten und verschiedene Verschlussmöglichkeiten zu nähen. In Falten gelegte Schürzen, gesmokte Schürzen und handgereihte Schürzen. In den Lektionen sind Stoffauswahl und Maße, Zuschnitt, Sticharten, Falten legen, Handreihen, Smoken und weitere Tipps aus den über 25 Jahren Erfahrung enthalten. Du lernst Schritt für Schritt die einzelnen Fertigungsschritte. Am Ende des Kurses wirst du in der Lage sein, dir deine eigene Dirndlschürze zu nähen.